Ein Großbrand in Schenen hatte es in der Nacht von Donnerstag auf Freitag gegeben. Eine Scheune und ein Schuppen brannten lichterloh. Teile eines Wohnhauses und das Schleppdach einer Nachbarscheune wurden stark in Mitleidenschaft gezogen. Menschen und Tiere kamen nicht zu Schaden. Die Brandschutzmauer zwischen der einen Scheune und dem Wohnhaus verhinderte, dass ein noch größerer Schaden entstand. 110 Feuerwehrleute und der Rettungsdienst waren vor Ort. Die Feuerwehren der Samtgemeinde Ransfeld waren heute Morgen um ca. 3:30 im Einsatz. Alarmiert wurden wir durch Sirene. Insgesamt waren 9 Ortsfeuerwehren hier im Einsatz. Es brannte ein landwirtschaftliches Anwesen, eine Scheune und ein Nachbargebäude. Wir konnten also mit Eintreffen feststellen, dass das in kompletter Ausbreitung schon gebrannt. Die Nachlöscharbeiten dauerten noch lange an. Mit Hilfe eines Baggers wurden Heu und Stroh auseinandergezogen und gelöscht. Aus einer der beiden brennenden Scheunen wurden Kühe mit ihren Kälbern befreit und auf eine benachbarte Wiese getrieben. Diesem Kälbchen ist der Schrecken der Nacht nicht mehr anzusehen.